Heute heißt es für tausende Kinder, ab in die Schule. Im Osten Österreichs beginnt das neue Schuljahr und so öffnen in Niederösterreich, im Burgenland und auch in Wien die Türen und Tore für die Frischlinge. Bildungsministerin Sonja Hammerschmidt startet in diesem Zuge der Volksschule Neilreichgasse in Wien einen Besuch ab. Sie lässt sich von den Schülern erklären, was sich heutzutage so in der Schultüte befindet. Mit dem neuen Schuljahr treten erstmals auch neue Maßnahmen der im Sommer beschlossenen Bildungsreform in Kraft. Darunter unter anderem ein freiwilliges 10. Schuljahr für Flüchtlinge oder die Befristung neuer Schulbesuche. In einer Woche heißt es dann auch für 644.000 Schüler in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark raus aus den Federn, die Schule ruft.